Kindernotenfüßen und obendrauf nochmal 500 Euro für eine gute Sache, die Ihnen am Herzen liegt. Heute ist Freitag. Du meinst Freitag? Und 90 Millionen Freitag. Wie meinst du das? Na, heute ist doch Zium beim Euro-Jackpot. Und es sind 90 Millionen im Pott. Und sogar 20 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse. Freitag ist Euro-Jackpot-Tag. Mitspielen und gewinnen in jedem Berliner Lottoladen und auf lottoberlin.de. Gewinnchance rund 1 zu 95 bzw. 1 zu 6 Millionen. Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infotelefon BZGA 0800 137 2700. Auf geht's in Richtung Wochenende. Für alle Eisbärenfans unter Ihnen ist da schon völlig klar, wo es am Sonntag hingeht. In die Mercedes-Benz Arena natürlich. Es ist wieder Heimspielsonntag und damit da alles glatt läuft, schicken wir schon mal motivierende musikalische Grüße an die Eisbären. Hier Berliner Rundfunk 91.4 und die Eisbären Berlin präsentieren coole Songs für coole Jungs. Mit Musik
läuft einfach alles besser. Das kennen Sie aus eigener Erfahrung. Wenn Sie schon mal zum Beispiel eine Runde ohne und dann zum Vergleich mal mit Musik gejoggt sind, dann wissen Sie, mit Musik ist es viel, viel leichter. Und genau deshalb motivieren wir vor jedem Heimspiel auch unsere Eisbären Berlin mit speziellen Songs. Damit klappt es dann garantiert mit dem Sieg. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings, 14 Uhr geht's ja da los. Und na klar, heute ist ja dieser Motivationssong natürlich ein 80er an unserem großen 80er Freitag. Gleich nach Verkehr und Wetter haben wir den hier als Eisbären-Motivationssong ausgesucht. Status Quo mit The Wanderer gleich hier bei uns. West im Marktplatz Center Hellersdorf. Jetzt am verkaufsoffenen Sonntag. Shopping-Spaß in 28 Geschäften. Auch Real hat geöffnet. Dazu Country-Musik live, Bullriding und Western-Bastelaktion für Kinder. Diesen Sonntag ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr im Marktplatz Center Hellersdorf. Sensationell günstig zum ersten, zum zweiten, zum dritten und zum vierten. Die fantastischen vier jeden Samstag exklusiv bei Kaufland. Zum Beispiel mit Haribo-Fruchtgummi oder Lakritz. Die 160 bis 200 Gramm Packung für je 55 Cent. Und deutsche Kartoffeln. Der 2,5 Kilo Sack für nur 99 Cent. Kaufland. Gute Woche. Sparen Sie los beim großen Roller-Sonntagsverkauf in Brandenburg, Steglitz und Mahlsdorf. Sichern Sie sich unsere limitierten Sonntagsknüller und 20% Rabatt auf alle Möbel. Diesen Sonntag bei Roller in Brandenburg, Steglitz und Mahlsdorf. Was haben Elvis Presley, Diana Ross und Louis Armstrong gemeinsam? Sie alle haben richtig gute Doppelgänger. Und die bringen Musikgeschichte für Sie live auf die Bühne. Stars in Konzert. Erleben Sie Elvis, Bette Midler, die Blues Brothers und viele andere in einer Show. Mittwochs bis sonntags im Estrel Festival Center Berlin. Tickets unter Berlin 6831 6831 und starsinkonzert.de. Zauberer können es, Götter können es und du kannst es jetzt auch. Gegenstände aus der Ferne kontrollieren. Also zumindest das Thermostat in deiner Heizung. Erlebe, was dein Zuhause kann mit Innogy Haustechnik. Dank Smart Home Heizungspaket immer und von überall die perfekte Temperatur einstellen. Mehr unter innogy.com/smarthomeangebot. Du, komm mal mit, wir gehen feiern. Bei Optiker Bode? Die feiern schon das ganze Jahr 80. Geburtstag und schenken uns jetzt zum Finale 25%. Etwa auch auf so eine schöne Designerbrille? Na klar, auf das gesamte Sortiment. Endlich mal eine Feier, bei der man danach besser aussieht als davor. Jetzt 25% auf alle Fassungen, Gläser, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Mein Optiker Bode. Gute Brille, gutes Gefühl. Gegenstände aus der Ferne kontrollieren. Geht jetzt ganz in deiner Nähe. Einfach bei Konrad das Innogy Smart Home Heizungspaket kaufen. Jetzt sitzt du im Auto und denkst, herrlich, schön von den Massagesitzen durchkneten lassen und die Power von 300 Pferdchen spüren. Ja, der vor dir, der hat das schon echt gut. Wir wissen nicht, ob du ein bisschen neidisch bist, aber wir kaufen dein Auto.de. Finde jetzt heraus, was dein Auto wert ist. Kostenlos auf wirkaufendeinauto.de. Ob Füchse-Fan oder Vogelbeobachter, Eigenheimwerker oder Playboy 51, ob Vielflieger, Auslandfahrer, Junge aus dem Villenviertel oder Mädchen aus dem Block. In Berlin kannst du alles sein. Auch Herr Tanner. Berliner Rundfunk 91.4. Herthas offizieller Medienpartner präsentiert den Bezirksspieltag Reinickendorf. Hertha BSC gegen den RB Leipzig. Morgen um 18.30 Uhr im Olympiastadion. Tickets gibt's in allen Fanshops und auf herthabsc.de. Karstadt in Berlin und Potsdam feiern. Feiern Sie mit am kommenden Sonntag. Lassen Sie sich von vielen tollen Angeboten überraschen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nur in teilnehmenden Berliner Karstadt-Filialen und Potsdam. Und Niklas Stark von Hertha BSC hat noch eine ganz wichtige Info. Mit Kids for Free kommen alle Kinder unter 14 Jahren kostenlos ins Stadion. Wir freuen uns auf euch und eure Familien bei unserem Heimspiel im Olympiastadion Berlin. Alle Infos gibt's auf herthabsc.de. Nur heute der Schnapp des Tages. Billiger als jeder Vergleich. Jetzt das Samsung Galaxy A6 Smartphone mit 16 Megapixel Frontkamera für knallharte 189 Euro. Im Markt, im Netz, nur heute. Hauptsache ihr habt Spaß. Mediamarkt. Die Aktion Mensch Millionenfrage. Heute.
Würden Sie sich für 30 Millionen Euro von einem Zirkusäffchen mit einem Messer einen Apfel vom Kopf werfen lassen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen Ihnen da eher die große Sonderverlosung am 6.11. mit extra Gewinnen im Gesamtwert von 30 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Samstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Ferrero Rocher, die 200 Gramm Packung für nur 2,19. Und Bacardi, die 0,7 Liter Flasche für nur 8,85. Samstags günstig. Ferrero Rocher für nur 2,19. Und Bacardi für nur 8,85. Erstmal zu Penny. Nur noch wenige Tage. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch mit Extragewinnen im Gesamtwert von 30 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Jetzt am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr bei Porta in Berlin-Malsdorf. Bis zu 2000 Euro beim Möbel- und Kücheneinkauf geschenkt. Wir haben es ohne Wenn und Aber. Außerdem jetzt in Berlin-Malsdorf unsere große Familien-Eisbahn. Alle Rabatte ab sofort auch in Potsdam. Porta in Berlin und Potsdam. Abendsmall. Das neue Shopping Center, die Eastside Mall, diesen Freitag bis 24 Uhr geöffnet, direkt am Bahnhof Warschauer Straße. Eastside Mall. Berliner Rundfunk 91.4. Der Berlin Reporter. Die nächste Tempo-30-Zone kommt. Ab Montag gilt auf der Kantstraße in Charlottenburg das Tempolimit. Allerdings nicht auf der ganzen Kantstraße, sondern nur der Abschnitt vom Amtsgericht bis zum Savini-Platz. Das sind nicht mal 2 Kilometer. Die Senatsverkehrsverwaltung erhofft sich dennoch eine Wirkung. Sie hat die Ampelschaltung angepasst, damit bei Tempo 30 eine grüne Welle entsteht. Damit soll der Verkehr gleichmäßiger rollen, denn beim Bremsen und Anfahren werden besonders viele Schadstoffe freigesetzt. Die Tempo-30-Zone in der Kantstraße ist die vorerst letzte Teststrecke. Die anderen 4 Zonen sind auf der Leipziger, der Potsdamer, der Hauptstraße und dem Tempelhofer Damm. Jetzt der Verkehrsservice, präsentiert vom Autohaus Armhölter. Gleich 2 Minuten nach 16:30, alle wollen ins Wochenende, dementsprechend voll ist es, wo sie besonders lange brauchen, das sagt Ihnen Tino Gasel im Verkehrsstudio. Ja, natürlich, es ist voll auf der Treskow-Allee in Richtung Karlshaus, gute 13 Minuten, sportliche 15 Minuten sind es auf der Straße Alt-Biesdorf rein in die Stadt. Ja, und ansonsten alles, was rausführt, ist natürlich voll. Fangen wir mal oben an auf der Märkischen Allee, gut 20 Minuten in Richtung Ahrensfelde, A114, auch hier wieder ein schöner Baustellenstau, da sind es, ja, 15 vielleicht 16 Minuten, die Sie verlieren. Der Stadtring, die A100, stoppen der Verkehr in beiden Richtungen, aber ordentlich voll ist es auf der A10, südlicher Berliner Ring. Hier gab es einen Unfall zwischen dem Schönefelder Kreuz und KW in Richtung Dreieck Spreeau. Inzwischen sind wir bei 1 Stunde und 20 Minuten Passierdauer angekommen. Natürlich staut es sich drumherum auch ordentlich. Höhe Rago auf der A13 müssen Sie auch gute 20 Minuten in Kauf nehmen. Der nächste Unfall auf der B102, Brandenburg an der Havel, auf der Otto-Silo-Straße zwischen Wilmersdorfer Straße und Havelbrück. Hier staut es sich und auch hier bitte 15 Minuten mehr auf der Uhr haben. Geblitzt wird bitte Nauer-Rödern-Allee, Hauptstraße in Tempelhof-Schöneberg. Der Berliner Rundfunk 91.4 Verkehrsservice. Gemeinsam sind wir zuverlässiger als jedes Navi. Melden Sie uns Staus und Blitze gern auch per WhatsApp an Berlin 201 91 390. Der Verkehrsservice präsentiert vom Autohaus Arnhölter. Viermal in und um Berlin. Großes Auto für die ganze Familie, der Fiat Tipo. Alle Infos autohaus-anhölter.de. Die Sonne verabschiedet sich so langsam für heute. 13 Grad haben wir noch. In der Nacht sinkt das Thermometer dann auf um die 4 Grad runter. In Brandenburg kann es vereinzelt sogar Bodenfrost geben. Einen Schirm brauchen Sie nicht. Es bleibt überwiegend zumindest trocken. Der 3-Tage Berlin-Brandenburg-Trend. Morgen ist es ein bisschen kühler, tagsüber 11 Grad kriegen wir da nur. Insgesamt bleibt es aber freundlich die nächsten Tage. Sonne ist auch immer wieder mal dabei. Und es wird dann ab Sonntag wieder Stück für Stück milder. Sonntag haben wir 14, Montag 17 und Dienstag sogar wieder 18 Grad. Berliner Rundfunk 91.4, der große 80er Freitag. Jeder Song ein Lieblings-80er. Und hier kommt der nächste.